Herzlich willkommen bei Backpacker's Gate to the World. Nach einer sehr angenehmen Nachtbusfahrt bin ich nun in Mandalay. Und da dieser Nachtbus früh morgens ankam, nutzte ich die Zeit direkt und brach nach dem Check-in ins Hostel auf. Mein erster Stopp ist das Suenan Lokyong Kloster, was meiner Meinung nach das beeindruckendste ist, was man in Mandalay sehen kann. Denn es besteht aus Teakholz und ist komplett mit schönen und detailreichen Schnitzereien verziert. Direkt daneben ist das Atomashi-Kloster. Beide sind im Mandalay-Pass, der 10.000 Chat kostet, enthalten. Ebenfalls in Laufweite befindet sich das größte Buch der Welt. Es hat zwar nur 729 Seiten, allerdings hat jede Seite eine eigene Marmortafel und Stupa. Inhaltlich geht es um Buddhismus. Mandalay hat auch einen Palast, der allerdings abgebrannt ist. Daher gibt es nur eine leider nicht sehr originalgetreue Rekonstruktion, daher habe ich mir ihn nur von außen angeschaut. Außerdem hätte ich das gar nicht machen können, denn er hatte zu. In Mandalay gibt es keine Busse, sondern nur diese Pickups. Eine Fahrt damit ist echt abenteuerlich. Ich bin damit zum Mahanumi-Tempel gefahren. Dort gibt es einen riesigen Buddha, dessen Körper als religiöser Akt mit Blattgold bedeckt wird. Bis auf den Kopf ist der Buddha bereits ein wenig aus der Form geraten. Zum Abschluss des heutigen Tages möchte ich mir den Sonnenuntergang vom Mandalay Hill aus anschauen. Das bedeutet Treppensteigen. Jedoch gibt es auf der anderen Seite auch Rolltreppen. Sehr schön ist, dass man alles zuvor Erkundete nun von weitem aus sehen kann. Da es sich um eine heilige Stätte handelt, heißt es auch hier Schuhe aus. Ganz oben ist schon einiges los und das zu Recht, denn der Sonnenuntergang ist sehr schön. Und mit diesem 7-fach beschleunigt verabschiede ich mich heute von euch. Weitere Videos dieser Myanmar-Serie gibt es auf meinem Kanal, Links dazu auch in der Infobox.